Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, die Elder Scrolls 5, Dragonborn, Skyrim. So. Wir sind hier übrigens bei Glover Mallory. Kennt ihr jemanden namens Mirak? Nein, ich... Moment mal. Vielleicht. Ich weiß nicht, woher ich diesen Namen kenne. Was denn nun? Ja oder nein? Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte nicht darüber reden. Okay, dann nicht. Merkwürdig. Der andere, den wir gefragt haben, der Verkäufer in der letzten Folge, in der ersten, der hat sich auch gegengestellt. Er hat gesagt, er hat darüber geträumt. Wie hat es euch nach Ravenfels verschlagen? Eine gute Frage. Sie wird mir von Besuchern unserer Stadt am häufigsten gestellt. Ich wünschte, ich hätte eine romantische Geschichte für euch. Aber ich bin einfach losgezogen und landete in Ravenfels. Außerdem war es in Rifton von wenig Nutzen zu wissen, wie man Knochenrüstungen repariert. Wer hat euch das gelehrt? Ich hatte dort drüben einen Freund, einen Dunkelelfen namens Vanrit. Einen sehr begabten Rüstungsschmied. Wir haben beide viel Zeit miteinander verbracht und Schmiedetechniken ausgetauscht. Hab eine Menge gelernt, auch wie man Knochenrüstungen repariert. Nachdem er weitergezogen war, beschloss ich, meine 7 Sachen zu packen, fortzugehen und das Gelernte anzuwenden. Seither bin ich hier. Eine alte Nordspitzhacke. Das einzige Werkzeug, mit dem man Stahlriemen schürfen kann, das ist sie. Davon gibt es in dieser Welt nur noch wenige Exemplare. Sie zu schmieden, ist eine vergessene Kunst. Das Exemplar, das Crescius sich ausgeliehen hat, stammt aus Skaldorf im Norden. Ich habe es durch ein Tauschgeschäft erstanden. Ist Stahlriemen eine Art Erz? Stahlriemen als Erz zu bezeichnen, ist ungefähr so, als würdet ihr meine Schmiede ein Lagerfeuer nennen. Manche nennen es verzaubertes Eis, aber ich glaube, dieser Vergleich wird ihm nicht ganz gerecht. Das ist wohl ziemlich selten. In meinem ganzen Leben habe ich bestenfalls 2 Brocken gesehen. Und ich bin Schmied von Beruf. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, solltet ihr jemanden in Skaldorf fragen. Dort habt ihr sicher mehr Glück. Okay, was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Kleine bessere Schutzbrille oder so, die meine Kopfhaut ein bisschen zur Geltung bringt. Knochenrüstungshelm, naja, ist immerhin etwas. Das findet, dass unsere Augen drehen. Und das natürlich. Dass wir übrigens nicht... Das sind schwerer, okay. Dass wir letztens übrigens nicht getrennt haben, oder die Augen, dass die nicht getrennt haben bei unserem Essenbesuch hier, lag daran, dass wir unser Mod Nässe und Kälte damals noch nicht hatten. Damals hatten wir noch nicht einen Mod, glaube ich. Okay, hier geht es um Knochenrüstung. Also ich weiß nicht, ob wir hier noch eine bessere Rüstung als die eben jetzt kriegen. Wie sieht's denn aus? Ist 32. Ist 17. Naja, ist immerhin besser. Sieht glaube ich auch besser aus, dann nehme ich das hier. Dann verkaufe ich mal den Helm hier wieder. Danke. Bevor es anfängt zu dingsen. Crescius, er gibt mir die Spitzhacke besser zurück, sonst. Ja, sonst knallt's. Habt ihr meine Spitzhacke schon? Nee, nur die Röhre da hinten ist. Boah. Und damit meine ich nicht das Metallbohr. Wir schauen uns noch eine Weile hier in diesem Dorf um, denn das wird bestimmt noch mehr interessante Gegebenheiten geben hier. Eure Kontakte bedeuten hier rein gar nichts. Mein, immer schön mit jemandem vom Festland zu sprechen. Kennt ihr jemanden namens Mirak? Mirak? Ich bin sicher, ich habe den Namen schon gehört. Oder nicht? Was, in einem Traum? Da, schon wieder. Und gib mir keine Antwort. Möge euer Weg frei von Gefahren. Schrecklich. Einfach schrecklich. Ich hasse diesen Ort. Gefällt es euch auf Solzheim nicht? Nicht gefallen? Ich hasse es. Es ist jeden Tag das Gleiche. Wir öffnen den Laden, wir verkaufen fast nichts, wir schließen den Laden und gehen zu Bett. Das ist doch kein Leben. Warum kehrt ihr nicht nach Morrowind zurück? Och, glaubt mir. Ich würde mit dem erstbesten Schiff von dieser erbärmlichen Insel verschwinden, wenn ich könnte.
Aber ich glaube nicht, dass ich das meinem Vater antun könnte. Es würde ihm sicher das Herz brechen. Wir haben schon meine Mutter verloren. Ich will ihn nicht alleine lassen. Wie ist eure Mutter gestorben? Wir lebten in einer Siedlung, etwa eine Meile von der Grenze zur Schwarzmarsch, der Heimat der Argonier. Obwohl die Invasion der Argonier schon lange her ist, gibt es immer noch ein paar Stämme der Schuppenhäuter innerhalb unserer Grenzen. Kurz gesagt, sie haben unsere Siedlung angegriffen und fast alle abgeschlachtet. Es war schrecklich. Kennt ihr jemanden namens Mirak? Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher, wo ich den Namen gehört habe. Könnt ihr mir irgendetwas erzählen? Ich weiß nicht warum, aber ich denke an einen Tempel hier auf der Insel. Vielleicht war es nur ein böser Traum. Okay, vielen Dank. Passt auf euch auf. Solstheim ist noch immer ein gefährlicher Ort. Fassen wir mal zusammen. Jeden, den wir angesprochen haben auf Mirak, ist seine Antwort ungefähr so: Ich weiß nicht, ich habe den Namen irgendwo schon mal gehört. Kommt mir bekannt vor. Vielleicht aus einem Traum. Also Mirak scheint entweder nicht zu existieren oder mächtige Fähigkeiten zu haben. Mein Mann Vendil fürchtet. Willkommen in Rabenfels. Kann ich euch mit ein paar guten aschgewachsenen Erzeugnissen locken? Was genau sind aschgewachsene Lebensmittel? Die Dunmer züchten schon seit tausenden von Jahren Erzeugnisse in den Aschlanden. Sie entstanden aus der Notwendigkeit, in dem rauen Klima unserer Heimat zu überleben. Und jetzt, mit den ständigen Ausbrüchen des Roten Berges, sind sie wichtiger denn je. Der hat da so eine Lupenaugen. Die sind so, boah. Ich glaube, das sind neue Stielaugen. Ich glaube, die Dunmer entwickeln sich zu übergroßen Menschenschnecken. Wird dazu magieren, wer wendet? Nein, nur die Telvani können aus Asche etwas Lebendiges erschaffen. Nein, dazu braucht man nur die richtigen Zutaten, die richtigen Werkzeuge und viel Geduld. Genau, Schnecken, Stielaugen und ein Gehäuse. Was gibt ihr mir dafür? Nun, schaut euch an, was ich habe. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Ach du, oh. Hey, Kartoffeln, die kenne ich. Die gibt's auch in Deutschland. Suyama. Aha. Ziegenbein, ne, danke. Kennt ihr jemanden namens Mirak? Pass mal auf, jetzt achtet mal auf seine Wort. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht mehr woher. Oder vielleicht irre ich mich. Ich bin mir nicht sicher. Kennt ihr ihn oder nicht? Ich weiß nicht genau. Ich glaube schon, aber das Einzige, was mir in den Sinn kommt, ist ein Schrein in der Nähe des Erdsteins. Danke. Schaut vorbei, wenn ihr wieder Hunger habt. Ich habe dum, immer dum, 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 dum. Dann haben wir so einen Megastein. Ich sag mal so, der Vulkan da hinten ist übrigens schuld, dass hier Asche fällt. Silvia, ne, ich will nicht in ein Anwesen reingehen. Ich will mir jetzt mal gucken, was das da hinten ist. Tag. Supulus. Trammerwurzel. Ich nehme mal ein paar mit. Einfach mal so aus Prinzip. Oh, was altbekanntes. Nirrenwurz. Das wächst ja überall. Stachelgras. Hä? Habt ihr es gesehen? Gerade eben haben die Augen wieder getränt, komischerweise. Naja. Auf das wir uns erinnern. Was baut ihr da? Ein Stargate? Ach, das geht ganz weit nach oben, okay. Oh scheiße, die Borg kommen. Ihr dürft das nicht weiterbauen. Das ist ein Borg-Vinculum. Des Nachts holen wir uns wieder. Das sind Steinanbeter. Oh Gott. Dead Space. Dead Space lässt grüßen. Was ist denn das da? Das sind Trollkirschen. Nehme ich mal mit.
Dahin ist Nirnwurz wieder zu sehen. Weit von uns wächst er uns doch so nah. Oh. Nö. Das erscheint mir äußerst unfassbar. Durch die Berührung des Steins. Ach, ihr scheint dem Effekt durch Einsatz eurer Willenskraft widerstehen zu können. Faszinierend. Ich würde den Stein an eurer Stelle nicht noch einmal berühren. Ein wiederholter Kontakt könnte... Es sei denn, natürlich, ihr könntet mir bei meinen Nachforschungen behilflich sein. Euch zu beobachten, könnte sehr aufschlussreich sein. Die Asche des Roten Berges steckt voller Geheimnisse. Geheimnisse, die ich zu lüften gedenke. Was tun diese Leute? Ich hatte es gerade auch gemacht. Merkwürdig, ich hatte Mira gehört. Ganz eindeutig bauen sie etwas. Und doch scheinen sie nicht viele Worte darüber zu verlieren. Ich interessiere mich sehr dafür, was passiert, wenn sie fertig sind. Habt ihr versucht, das aufzuhalten? Sicher nicht. Dadurch würde ich stören, was auch immer hier vorgeht. Dann könnte ich nicht mehr sehen, wie es ausgeht. Ich glaube, ich will nicht wissen, wie es ausgeht. Was könnt ihr mir über Morrowind erzählen? Kennen wir eigentlich bereits. Heimat der Dunmeer, der Dunkelelfen und der Dwemer teilweise auch. Die haben damit zusammengearbeitet. Dann ist da die große Insel Fartenfell und das Küstengebiet auf dem Festland. Das Haus Telvanni hat seine Besitztümer auf Fartenfell. Ich selbst war nie auf dem Festland. Okay. Ja? Ihr seid zu jung, um euch an den Nerevarinen erinnern zu können. Er besiegte Dagoth Ur und rettete uns alle vor der Pest. Ja, mehr. Die Unwissenden denken, dass es doch nur Asche und Lava gäbe. Doch Morrowind hat auch grüne Ebenen, Sümpfe und blühende Berge. Nachdem die Stadt wie weg zerstört wurde, brauchten wir Jahrzehnte, um sie wieder aufzubauen. Wir sind noch immer nur ein Schatten unserer glorreichen Vergangenheit. Aber eines Tages werden wir uns erheben. Hier in seinem Schrein. Oh, der Aschesturm hat er nachgelassen. Morrowind ist die Heimat der Dunmer. Die geringeren Völker nennen uns Dunkelelfen. Toll, danke. Wir erschaffen dort große Werke wie Vivek und Aldrun. Viele von ihnen sind jetzt zerstört, entweder durch den Roten Berg oder die Invasion der Argonier. Der Rote Berg dominiert die Insel. Ab und zu landen Asche und Geröll einer Eruption an unseren Küsten. Das ist der einzige Ort, an dem man die Schlickschreiter finden kann. Obwohl es mir gelungen ist, bei meiner Ankunft ein paar hier heimisch zu machen. Seine Stickschreifer. Sind wir fertig? Dachte ich mir schon. Du bist wie Breen, ey. Hab ich gerade das Teil? Warum? Ja, uns doch so nah. Okay, das Ganze wird ein bisschen doof. Hallo. Geh doch mal aus dem Menü raus, wenn ich Escape drück. Ich mach mal folgendes. Mod-Konfiguration, Nässe und Kälte. Asche. Tränende Augen. Unsere Augen waren einst geblendet. Doch nun sind sie frei und wir sehen. Nun sehen wir durch ihn. Und wir sehen alles und jenes und das da. Oh ja, der Eimer, der Eimer, der Eimer und die Spitzhacke. Der Eimer ist der Gott, der neue Gott. Wenn die Welt ihr seid voll Idioten. Ich ziehe mal den Max-Gewinner auf, dann könnt ihr mich am Arsch lecken. So. Oh Mann. Ich will aber nochmal gucken, was passiert, wenn ich hier. Wenn ich den coolen Porno schaue hier. Das erscheint mir äußerst unheimlich. Und wenn die Welt sich erinnert. Da tropft mir der Schweiß von der Stirn. Hier in meinem Schrein. Möglicherweise ist er so bleibend wie bei den anderen. Hier schuftest du. Auf dass du dich erinnerst. Wir uns wieder. Was treulos ist, ein
Schlag. Ihr wart eine interessante Ausnahme dieses ansonsten jeden betreffenden. Und doch so nah. Deine Augen waren einst geblendet. Könnt ihr mich hören? Ja. Ist noch eine Spur freien Willens in euch? Oder steht ihr äußeren Einfluss? Ihr versucht mich anzusprechen, ne? Ich höre Mirak mal ab und zu mal zu. Und wenn die Welt sich erinnert, ja, das reicht schon. Dann ist es um diese Welt geschehen. Hey, ich bin wieder frei. Ich frage mich, ob man einen Drachen lebend finden kann. Das wäre ein fantastisches Testobjekt. Oh ja. Hier schuften wir. Dachte ich mir schon. Dann ist es um diese Welt geschehen. Auf das wir uns erinnern. Ach toll, jetzt habe ich Mirak die ganze Zeit als Arsch draufen. Warte mal. Des Nachts holen wir uns. Das erscheint mir äußerst unratsam. Okay. Zack, so. Jetzt bin ich wieder frei. Weit von uns entfernt. Geile Stimme. Echt geile Stimme. Ja. Ich will mal da hinten. Was passiert, wenn wir da hinten hingehen? Huch. Ist auch sehr merkwürdig. Ich glaube, dann kommen wir zu Skyrim, also zum Himmelsrand. Ja, mal dort auf die Insel gehen. Ich will auf diese Insel gehen. Huch. Meine Rüstung ist zu schwer, ist irgendwie nicht runtergefallen. Was zum? Habt ihr es gehört? Irgendwie so ein Geräusch. Was ist das da hinten? Da ragt irgendwas aus dem Wasser raus, seht ihr das? Was zum Henker ist das? Scheiße, es scheint zu leben. Oh Gott. Wir sehen Missgeburten. Hier haben wir aber echt eine tolle Aussicht, muss ich sagen. Weiß nicht, ob das ist eigentlich das bessere Thumbnail. Oh ja. Man kann sogar die Eruption des mächtigen Vulkans sehen. Hören, meine ich. Nicht sehen. Hören, sehen bestimmt auch irgendwann, aber hören. Ich gehe wieder zur Stadt zurück. Alter, was ist das? Hier gibt's Gräber. Wir haben natürlich einige Aufgaben hier. Töte denn das nicht? Können wir mal gucken, wo sind die denn eigentlich? Okay. Das wird ein bisschen dauern, würde ich sagen. Wir müssen nach Rabenfels. Wir müssen nach Rabenfels. Was ist das für ein Viech, ey? Werden wir noch früh genug herausfinden, denke ich. So, was meint ihr? Darf ich schreien hier? Ich probier's einfach mal, ne? Wult Nakast! Wult Nakast! So. Wult Nakast! Da vorne ist ein Ziel. Willkommen in Rabenfels. Kann ich euch mit ein paar guten Arschgewachsenen Leuten, ja. Sind auch so arschgewachsen. Rabenfels Mine. Ja, wir gehen da mal rein. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschö mit euch.